And I offer my obeisances unto your lotus feet, Sri Gurudev, and I beg you for embracing me as my father and my spiritual guidance. Thank you so much. I would like to read verse 41 because this great secret is revealed there. And I like it very much. So I read the verse. I just desire to be the maid servant of that supreme effulgence, who is the very form of full, passionate love, who shines like a wine of lightning strikes, who is the only abode of the Lord's intimate love, and who mercifully appeared in the house of Maharaja Vrishabhanu. I repeat the verse. I just desire to be the maidservant of that supreme effulgence, who is the very form of full passionate love, who shines like a wine of lightning strikes, who is the only abode of the Lord's intimate love, and who mercifully appeared in the house of Maharaj Vrishabhanu. Desiring Sri Radha's maid service. Commentary. Anxiously, Sripad cries out, my only desire is to become a maid servant, let alone actually becoming a maid servant, even if I simply carry the desire to become your maid servant in my heart. At that moment of death, I will attain it. Yeah. Only to make the desire from her that you want to become her servant, she accepts, where you will get the merciful liking. Krishna saying Bhagavad Gita that when my devotee walks 8 steps for me, 8 steps further for me, right? In Bhagavad Gita. So Gurudev sagt, sie denkt, also er denkt daran, sich zu verändern und wünscht sich nichts anderes. So allein der Wunsch. We hear the translation. I could listen in Gaurvani voice. It's yes. Very good. She's good. By mistake it happened, but I like. Skip it to No, sir. It should be louder. So that they all have sensation. Yeah, yeah. I want to listen to his voice. Jetzt hören wir anscheinend die russische Übersetzung. Ja. So. House sweet. Wie süß. And amazing is Sripad's humility. Und wie erstaunlich ist Sripad's. Srimati Radhika's form.
is made of Mahabhav. Sri Radhika's form ist aus Mahabhav gemacht. You see that humbleness of not only so many. Seht ihr die Demut nicht nur von so many. Can somebody mute Gauravani's German translation? Yes, please. Recorded session. I want to listen here. what is very difficult to listen to his wife. So, what I want to say. So, was ich sagen wollte. Krishna say 8 steps you have to walk. Then Krishna sagt, du musst einige Schritte entgegenkommen. Then I will think to walk one step for you. Und dann komme ich auch dir entgegen. And only not I will walk one step, I will take everything from you. Und ich werde dir alles wegnehmen. You will be nowhere yourself. Du wirst im Grunde verloren sein. Then the devotee tried for Krishna. Und versucht der Devotee Krishna zu erreichen. And when he walk one step, he und wenn er dann einen Schritt geht in seine Richtung, dann nimmt Krishna ihm alles weg. And here you see the somni. You think only to be a maid servant. Und dann, wenn wir uns Radharani anschauen, wenn wir einfach nur daran denken, eine Dienerin zu werden. You not decide. I will du hast do dich it. Noch nicht mal wirklich entschieden, es zu tun. Thinking is not decision. Du denkst erst nur daran, noch hast du nicht die Entschlossenheit. She will create the circumstances. Dann wird sie die Umstände kreieren, that everything becomes favorable to you. Dass alles sehr glücksverheißend wird auf deinem Weg. And the maid servant. Und die Dienerin, they will start helping you, like die Dienerinnen werden dir auch helfen auf deinem Weg. Wie barmherzig sie doch ist. Ich sage nicht, dass Krishna schlecht ist oder so. Nee. Yes. And here is no taste. Aber wo ist der Geschmack? You see the example in home. Ihr seht das Beispiel auch zu Hause. Father always tests my son is qualified or der Vater testet immer, ob der Sohn qualifiziert ist oder nicht. If the son is not qualified, wenn der Sohn nicht qualifiziert ist, dann macht er sich Sorgen und möchte ihn in die Richtung bringen. And mother und die Mutter becomes so foolish. She's not say to father. Wenn irgendetwas geschieht, sagt sie, sag es nicht, Vater. Wir werden das nicht dem Vater sagen. Mother will say, okay, not say to father. Die Mutter wird geben und wird sagen, aber sag Papa nichts. This is Vatsalya of my son. Das ist die mütterliche Liebe von unserer Swamini. Don't say to father. Sag nichts, Papa. And this is happening. This is the mercy of Vatsalya. Das ist die Barmherzigkeit der elterlichen Liebe, der mütterlichen Liebe von Swamini. Myself, myself, myself.
How sweet. Wie and süß. And amazing is Sripad's humility. Srimati Radhika's form is made of Mahabhav. Srila Raghunath Das Goswami says, wie süß und erstaunlich ist die Demut Sripads. Sri Radhikas Form ist gemacht aus Mahabhav. Srila Raghunath Das Goswami sagt, her form is made of the blazing thought gem of Mahabhav. Ihre Form ist aus dem auffallenden Edelstein eines Gedankens von Mahabhav gemacht. There's a quotation from Chaitanya Charitamrita. Sri Radhika's name Krishnamayi means that Krishna is within her and without her. Im Chaitanya Charitamrita Adi Lila Kapitel 4 steht, Sri Radhika, Krishnamayi, bedeutet, dass Krishna in ihrem Inneren ist und um sie herum. Wherever her eyes fall. Krishnamayi. Karunamayi. Kripamayi. Dayamayi. Rasamayi. This all the name of this Kripamayi. Das sind alles Namen von dieser Kripamayi. Krishnamayi. Und Krishnamayi. Mayi means is nothing inside, only the Daya, only the Kripa, only the mercy inside. Mayi bedeutet, dass nur die Barmherzigkeit innen ist. Why Krishna want to take Chaitanya? Why he want to be Chaitanya? Warum wollte Krishna Chaitanya werden? Why Krishna is not qualified? Ist Krishna etwa nicht qualifiziert oder was? Because Krishna is foreigner. He has a foreign subject to feel the love of Radhika. He is foreigner. He is outsider in that field. Weil er ein Außenstehender ist von Radharanis Liebe, er kann Radharanis Liebe nicht wirklich wahrnehmen. So he took the mood of Radhika. Und um das besser zu verstehen, nahm er die Gemütsstimmung von Radhika an. And he covered also. Covered, like we cover with my skins. He covered with his with Radhika, love of Radhika. Und er bedeckte sich auch mit der Liebe Radharanis, mit der Ausstrahlung, der goldenen Ausstrahlung von Radharani. Means covering means like I cover my clothes, my body. Cover means I'm inside that. I don't want to go out from this. Bedecken heißt, sich das auch anzuziehen oder einzukuscheln. Das bedeutet, ich möchte nicht außerhalb sein. Ich möchte richtig eingeschlagen sein in diese Liebe. And what is the taking mood? When I take the mood of someone, means I am the student and he is my teacher. Und wenn ich die Gemütsstimmung von jemandem annehme, dann bedeutet das auch, dass ich derjenige bin, der das lernen möchte. Ich bin der Schüler von dieser Gemütsstimmung. Who is the student? The
the object to become subject. So das Objekt wird zum Thema. Krishna is the object before Chaitanya, but in Chaitanya time, Krishna becomes subject and love becomes object. Radha. So bevor Chaitanya Mahaprabhu da war, zur Zeit von Krishna, war Krishna das Ziel, das Thema. Doch jetzt wird er zum Thema, so, und nicht mehr zum Ziel. Denn das Ziel ist jetzt die Liebe. So literally we have to change the concept of wrong. Before was object was Krishna, subject was love. But now, no. Object is love and subject is Deus or God, a book. So, wir müssen diese Kleinigkeit oder diesen kleinen Fehler oder Fehlverständnis verstehen, dass Krishna das Ziel war und die Liebe nur ein Thema. Aber jetzt ist das Ziel die Liebe selbst, die Liebe Krishnas oder Radha. And so, Chaitanya appearance is a prema avatar. Prem appears. Und die Erscheinung von Chaitanya Mahaprabhu ist das Erscheinen von dem Prema Avatar, die Liebe in Person, ist erschienen. And what you say, Audharya Lila, is Audharya Avatar. Das ist das Audharya Lila. What is Audharya? Was bedeutet das? Unconditional, without demand giving things. Völlig bedingungslos. You don't want, but he want to give you. Du willst nichts haben, aber der andere möchte geben. Who is this? Wer ist das? This is this one daughter. This is our Swami Radha. Das ist unsere Swamini, Radharani. And the Dasi of Radhika, you cannot understand. They are always kind and services, living in the service. Because they are Dasi, they want to be Dasan, Das. Always want to be Dasan. That the beauty of Mahaprabhu as a Manjari Bhav. Und Mahaprabhus Geschenk, Manjari Bhav, die Dasis von Radharani, wollen diese Gemütsstimmung natürlich weitergeben und sind immer in dieser Gemütsstimmung von Radharani vertieft, immer ohne Bedingung zu dienen und zu geben. Das ist Chaitanya Mahaprabhus großes Geschenk. Read more. Lies bitte mehr. Sri Radhika's name Krishnamayi means that Krishna is within her and without her. Wherever Sri Radhika's eyes fall, there she sees Krishna. Srimati Radhikas Name Krishnamayi bedeutet, dass Krishna überall in ihrem Inneren und auch überall um sie herum ist, wo auch immer sie schaut, sieht sie Krishna. In the same way, all of Srimati's dresses, anjans and ornaments are made of transcendental love for Krishna, just as anything that falls in the salt water ocean becomes salty. Auf die gleiche Weise sind alle Kleidungsstücke von Krishnamayi, alle ihre Salben und Srimatis Schmuck gemacht,
aus transzendentaler Liebe für Krishna. So wie alles, was in Salzwasser fällt, salzig wird. In Bhagavad Gita 11:40, Arjuna says, because you pervade everything, you are also called Sarva or everything. In der Bhagavad Gita 11:40 sagt Arjuna, weil du alles durchdringst, wirst du auch Sarva genannt oder alles. Therefore, because Krishna pervades the world, he is also called Vishva, the world. Deshalb, weil Krishna die Welt durchdringt, wird er auch Vishva, die Welt, genannt. Radhika's name, Vishwamohini, therefore, not only means enchanter of the world in its majestic aspect, but also enchanter of Krishna in its sweet aspect. Radhikas Name Vishwamohini bedeutet nicht nur Entzückerin oder Bezauberin der Welt in ihrem majestätischen Aspekt, sondern ebenso Bezauberin oder Entzückerin Sri Krishnas in ihrem süßen Aspekt. In his famous book Krishna Karamrita, Sri Bilvamangala Thakur has often described Krishna as Jyoti or light. In seinem berühmten Buch Krishna Karanamrita hat Bilvamangala Thakur Krishna oft als Jyoti oder Licht bezeichnet. Sometimes this light smiles and sometimes this light wears a peacock feather. Manchmal lächelt das Licht und manchmal trägt dieses Licht eine Pfauenfeder. It appears to be a light with form. Es erscheint, als hätte das Licht eine Form. The effulgence that Sripad Prabhupadananda describes here as shining like lightning winds of full passionate love is enchanting even the light of Sri Bilvamangala Thakur. Der Glanz, den Prabhupadananda hier als das Leuchten einer Kletterpflanze von Blitzen voller leidenschaftlicher Liebe beschreibt, verzückt sogar das Licht des Krishna Karanamrit von Sri Bilvamangala Thakur. Varanga Sundaram, explain this. Varanga Sundara, erkläre das bitte. Radhe, Radhe, Gurudev. So we can see here. So wir können hier sehen, that Bilvamangala Thakur, in his specific bhava, like a gopi. Das Bilvamangala Thakur in seiner spezifischen bhava als gopi. Like a sakhi. Wie eine sakhi. He always see his beloved like a light. Seinen Geliebten als sein Licht. So we can conclude here that someone who has a relationship with Krishna, he doesn't see actually in impersonal way that he is only light, but his form is brightened.
Wow, very good. Wir können hier schlussfolgern, dass Milva Mangala Thakur seinen Geliebten nicht als unpersönlich wahrnimmt, also mit dem Licht nicht das Unpersönliche beschrieben wird, sondern die wundervolle Ausstrahlung, die brillante Ausstrahlung, die von ihm ausgeht. And this is the power of love. I'm so proud. Ich bin so stolz. I'm very proud. Yeah, go on. Ich bin sehr stolz auf dich. This is the power of love, actually. Das ist die Kraft der Liebe. Very intense love. Sehr intensive Liebe. In Sri Upanishad, it is said, please remove your light. I want to see you directly, my dear Lord. Wird geschrieben, bitte nimm deine Ausstrahlung zurück. Ich möchte dich klar sehen können. Because I want to love you. Weil I want a direct relationship with you. Weil ich Liebe mit dir austauschen möchte. Ich möchte eine direkte Beziehung mit dir. So, the light of Krishna is so strong that pervades all different universes, spiritual and material. So, das Licht, die Ausstrahlung von Krishna ist so stark, dass sie alle Universen, die materiellen und die spirituellen, durchdringt. But now the question arises, who gives him this light? Doch jetzt entsteht die Frage, wer gibt ihm solch eine Ausstrahlung? Only Mahabhava Swarupini. Nur Mahabhava Swarupini. Well, I don't understand. Oh, very good, Gurudev. Others can explain to you. Ich verstehe nicht, sagt Gurudev. Und er sagt, Goranga Sundara. Gut, dann können andere das erläutern für dich. You explain that Gopinath is also here. Du kannst das erläutern und dann wird Gopinath auch was dazu sagen. He can continue. Er kann gleich fortsetzen. One thing I see, our unconditional love is the big light of Krishna. Eines kann ich sehen, dass diese bedingungslose Liebe das Licht, die Ausstrahlung ist. Jai Ho Gurudev. And this, you forget all rules and regulations and all promises. Because this light is more bright and more soothing to him and more healing to him. Und dieses Licht ist für ihn auch beruhigend und lebensspendend und heilend. Sie sagt, you are my Radhika, Krishna, you are mine. Radharani sagt, Krishna, du bist mein. What you like to do, do. Was auch immer du tun möchtest, tu. I have no any problem with you because you are mine. Ich habe mit keinem, also ich habe überhaupt kein Problem damit, weil du meine bist. Your happiness is my happiness. Deine Freude ist meine Freude. He knows the nature of Krishna. He says, I myself expand Sakhis, my friends. You can go, you can dance, you can what you like. So Radharani hat sich erweitert als andere Gopis oder Sakhis. Und du kannst gehen, sagt sie zu Krishna, und mit ihnen genießen, tanzen oder andere Dinge tun. That is why it is okay. I make many gopis
go and play with them, no problem. I am expression, this is all my expression. So, ich möchte dich zufriedenstellen, ich erweitere mich in so viele Formen. Geh und spiele mit ihnen, damit du zufrieden bist, damit du glücklich bist. So, sometime in past time, you say, she's in mana, in angerness. So, manchmal in einem Spiel ist sie in Mahn, das heißt, sie ist aufgebracht. Why is she in Mahn? Warum? All her expansion. She not do Mahn. She want to give new love. Because Krishna is coming from other gopis and Sakhi meeting. She knows they love too much because they say, you are mine, you are mine. Your duty is to take care of me. You have to give me money, you have to give me house, you have to give me car. You have to take care of me, you are mine. No. I'm yours, sorry, one thing I know, crazy man. I'm yours, you have to take care of me. I become your devotee, now you have to take care of me. I'm your wife, you have to give me money. You have to take care of me. So Radharani weiß, dass wenn Krishna zu den Gopis geht, dass die Einstellung von den Gopis nicht ihrer gleichkommt. Denn die Gopis sagen, wir sind dein. Also ich, die Gopi, bin dein. Du musst dich um mich kümmern. Doch Radharanis Gemütsstimmung ist eine andere. Du bist mein. Why I am angry to you, you know? Because you got so different love. It's not new for you. If I do the same thing, I want to do to increase your love. What you not they do, maybe they not become angry. Because why they will become angry? They got you. But I will become angry because I love you and you are fine. I'm not moody, but I do something new that you enjoy with that aspect. So she is paying. So doing this for only for happiness of Krishna, she becomes angry. So Radharani wird also aufgebracht. Einfach nur, um Krishna zufriedenzustellen. Denn sie sagt, ja, du warst bei den Gopis und die Gemütsstimmung von ihnen, die kennst du schon. Die ist nicht neu. Also bin ich zornig auf dich, damit du einen neuen Geschmack in der Liebe erfährst. Um dich zufriedenzustellen. Einzigste Ziel von Radharani ist, Krishna noch glücklicher zu machen. This was not only light, it was surprising for Krishna. Es war nicht nur Licht, es war auch Überraschung. Erstaunen. It was healing for Krishna, surprising for Krishna. For him is a surprise. Für ihn ist es Heilung und Erstaunen. Er wird überrascht davon. So, Gopinath wollte noch was sagen. So, he's a Guru, he's Rasik Shaker, right? Not yet. Right. And
what is his occupation? Like, we all have a job, right, Gurudev? Yes. Wir alle haben einen Job. Krishnamohan also has one job. So, Krishna hat auch einen Job. Forest of Vrindavan. Im Wald von Vrindavan. His job is to engage in Sringaras every day, all the time. Sich zu beschäftigen im Sringararas immer, rund um die Uhr, jeden Tag. And Radharani knows that, right, Gurudev? Yeah. Und Radharani weiß das, richtig, Gurudev? So she has to create all these different loving affairs, loving place with him. Und deshalb kreiert sie all diese verschiedenen Liebesspiele mit ihm. And that's why she also manifests and expands herself in so many different ways and varieties. Deshalb erweitert sie sich auch auf so viele Arten und Weisen. And she allows us also to serve her in this beautiful arrangements. Sie erlaubt auch uns, ihr zu dienen in diesen wundervollen Arrangierungen. And Gurudev, that's her unconditional love. Gurudev, ist das ihre bedingungslose Liebe? In einer Sache hast du mich inspiriert. She expanded for the pleasure of Krishna all the time. Sie expandiert right? sich für die Freude von Krishna in all diese Formen. Richtig? Stimmt das? Ja. So, what one thing I remind? So eines, was ich mich erinnere. One day my Gurudev is telling to me. Eines Tages sagte Gurudev zu mir. Antaranga Shakti is Radhika. And it comes from Krishna. Krishna Antaranga means the happiness and Antaranga love of Krishna. It takes the form is Radha. So. Gurudev sagte, Antaranga Shakti kommt von Krishna, es ist die innere Energie von Krishna. Und diese Liebesenergie und Freudenenergie wird zur Form als Radharani. Inner potential Krishna is Radha. Die innere Kraft von Krishna ist Radha. And he takes care of Krishna only. Und sie kümmert sich einzig um Krishna. But Krishna is Krishna, you know. Aber Krishna ist Krishna. Right? You can control naughty boy. Niemand kann diesen verrückten Jungen kontrollieren. How many things he creates? So viele Dinge, die er kreiert. Where he creates, right? Right? So Antaranga Shakti, the Radhika expanded by Ranga. So, er muss sich auch um das kümmern, was er kreiert hat, richtig? Und so wird Antaranga Shakti, die innere Energie Radharani, auch zur Vahiranga Shakti, zur äußeren Energie, um sich zu kümmern für ihren Geliebten. Where you will go, I will take care of. Wo auch immer du hingehst, werde ich mich um dich kümmern. It clears in Gauranga Lila. Und das wird sehr klar im Gauranga Lila. When Nitai is also Balaram, brother of Krishna, and same Nitai is a sister
of Radhika Anangmande. So Nittai ist nicht nur Balaram, der Bruder von Krishna, sondern Nittai ist auch die Schwester von Radharani, Ananga Manjari. So Radhika is never without Krishna. She expansion, all what you see is an expansion of Radhika. And then what I see is only Radha and Krishna. There is nothing out of that. So Radharani ist immer mit Krishna. Und Krishna ist also niemals allein, weil Radharani immer mit ihm ist. Und alles, was ich sehe im Äußeren, alle Erweiterungen, das ist alles Radharani und ihre Arrangierungen. Gurudev means that all devotees also become expansion of her. So, really? We are Dasi. Why we learn devotion? Who teach devotion? Are he is the enjoyer. Raso Vaisaha. But who teach devotion? Radhika Dasi is teaching devotion. Mm-hmm. So sind dann alle wir Seelen auch Erweiterungen von Radharani? Ja, wir sind die Dasis, wir sind die Dienerinnen. Und wer bringt uns das bei, wie man liebt? Weil Krishna ist Raso Vaisaha. Er kann uns das nicht beibringen. So Radharani bringt uns das bei, wie man dient. And these Radha Dasi, why they are rich? Because they are never poor with love. So wer ist Radha Dasi? Warum sind die reich? Die sind niemals arm, weil sie Radha Dasi sind. They always want to serve. Sie wollen immer dienen. And they want service. Right? Now Gaura Sundara, I want to listen from you. So, Gaura Sundara, du solltest noch etwas dazu sagen. Ich möchte von dir hören. It's so beautiful. It's melting my heart. Es ist so wunderschön, es schmilzt mein Herz. This what you explained is shining of Krishna. This inner potency is also in our hearts. And so you bring it to shine. Was du erläutert hast, den Glanz von Krishna, der ist ja auch in unserem Herzen und bringt unsere Herzen auch zum Strahlen. And we as Manjari, we only understand Radhika's feelings. No others can understand. Und nur wir als Manjaris können Radharani wirklich verstehen und ihre Aspekte. Kein anderer kann das verstehen. And when Radhika is in Man, we know why it is, why she is in Man. What is the real reason? Und wenn Radharani in Man ist, dann verstehen wir, was der wirkliche Grund dafür ist, warum sie aufgebracht ist. Because she knows that he is her. You are my. You, Krishna, you are my is inside her. You are mine. Weil in ihr immer die Einstellung ist, Krishna, du bist mein. Because of this, she knows even better than Krishna himself, what is the best for him. Wow. Und weil das so ist, weiß sie noch besser als Krishna selbst, was das Beste für ihn ist. And she is then so sad that he don't understand what is
the really best to him. She knows it because she loves him so much. Und sie ist aufgebracht im Grunde, weil er noch nicht alles bekommen hat. Und er versteht das nicht, aber sie weiß das. Und deshalb ist sie aufgebracht, damit er das Beste bekommt. And not only Radhika knows this, all her maidservants knows it all. They can understand the same, and so they are also sad. But they are trying to correct this situation. So die Dienerinnen von Radharani sind dann ebenso aufgebracht und traurig. Und weil sie es verstehen, werden sie sofort etwas tun, um das zu korrigieren. Und Radharani unterstützen. And this is the main thing we do as Manjaris. We bring them both together. And then fulfill all desires. Das ist die Hauptsache, dass unser Dienst, das, also die Hauptsache unseres Dienstes, sie zusammenzubringen und glücklich zu machen. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Everyone needs Rasa. Jeder braucht Rasa. But we don't know where the Rasa is. Aber wir wissen nicht, wo er ist. Raso Vaisa ist Krishna. Rasa Vaisaha ist Krishna. Hier, er ist im Rasa. But this Rasa is hidden to us. Doch dieser Rasa ist versteckt. Because I lose my feeling now. Weil ich meine Gefühle verloren habe. Feeling. Feeling when become condensed. Feeling is when condensed. Try to understand. Feeling when become condensed. Wann werden Gefühle kondensiert, also runtergekocht, noch intensiver? Versucht zu verstehen. That is your spiritual body. Das ist der spirituelle Körper. Bhava, Gefühle kondensiert. And then I see Mahabhava. Und dann kann ich auch Mahabhav sehen. And that feeling bring to Rasa. Und diese Gefühle bringen mich zum Rasa. Condensed feeling bring to Rasa. Intensive, kondensierte Gefühle bringen mich zum Rasa. And this condensed feeling is Mahabhava. Und die intensivst kondensierten Gefühle ist Mahabhav. And Rasa is Raso Vaisa. Krishna, Rasik Shekhar is Krishna. Krishna ist Rasik Shekhar, Rasa Vaisaha. And this only when they make this meeting of both of them, that is the similar Ananda, real Ananda is this. So wirkliche Ananda, Glück, Freude, entsteht nur dann, wenn Raso Vaisaha und Mahabhav zusammenkommen. Dann entsteht Ananda. This is the point. Das ist der Punkt. How you can live? And go far from him. Radhe. Yeah. What you are telling? No, you just inspire me because this endless ocean of light comes in Ananda. Du hast mich gerade inspiriert. Und dieser endlose Ozean von Licht kommt aus Ananda.
Krishna has some light. Krishna hat But etwas Licht. Mahabhava is giving to Rasavaisakha more light. Doch Mahabhava gibt zu Rasavaisakha mehr Licht. This is the endless light of Ananda. Und wenn sie zusammen sind, dann kommt das endlose Licht voneinander. And this light and this light of Ananda Manjari is relishing. Und dieses Licht voneinander genießen die Manjaris. And reflection of this light of Ananda coming on Manjaris, and they are very kind and distribute to everyone. Und die Manjaris bekommen Aspekte dieses Lichtes reflektiert in sich und in ihrer Barmherzigkeit verteilen sie es zu allen anderen. That is, we say, Navigator Mercy Guru Kripa. Das ist die Barmherzigkeit des Navigators Guru Kripa. Never dream in my life what is happening to me. Was durch die Barmherzigkeit des Gurus geschieht, hätte ich selbst niemals in meinem Leben erwarten können oder mir vorstellen können. Whole life I was sick. What Ganz happened? Leben war ich krank. Where go my sickness? I don't know. Ich weiß nicht, wohin meine Krankheit jetzt gegangen ist. Radhe, Radhe, Gaurdei. And also, now we have the secret. Krishna's shining is coming from Srimati Radhika. Jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Krishnas Ausstrahlung kommt eigentlich von Sri Radhika. Warum liest du nicht? And I like to listen by Gauravani. He is so sweet a speaker. So sweet singer. He's hiding, I don't like his hiding. Gauravani darf sich nicht verstecken, sagt Gurudev, weil er spricht so süß. Ja. Das mag ich nicht, wenn er sich versteckt. Und Sudevi sucht immer die schönsten Sachen raus und sie liest so schön. And Gurudev, also he is Rasika Shikara, but this Rasa, where does it come from? Only from Rasa Sar. Wow, yeah. Rasika Shekhar, unser Krishna, aber woher kommt das? Nur von Rasa Sar. Und Rasa Sar ist die Quelle oder der Ursprung des Rasa und fließt, so wie im Radhakund, in den Shyamakund. Mahabharat wollte share something, Gurudev, can she? Mahabharat wollte etwas teilen, kann sie? I can understand. Go on. Yeah. By listening to you all now, something wonderful came as like an instant realization of a painting that Labanga Latika is painting. She was showing me. I hope she will not mind if I share just the description of this painting, where when she showed me that Radharani is entering under a waterfall and she is trying to bathe in the waterfall and Manjaris are standing behind her trying to catch this water drops. But please give me a chance to translate. Sorry. So, sie spricht über ein Bild von Labanga, die hat das gemalt, wo Radharani ein Bad unter dem Wasserfall nimmt. Yes, shall I continue?
Yeah. And then I just realized from your talking now, what is this, the real meaning of this waterfall and Radhika standing under this waterfall? So, ich habe jetzt realisiert, dadurch, dass ich das gehört habe von euch allen, was die wirkliche Bedeutung dieses Wasserfalls ist, unter dem Radharani steht. And the waterfall is actually Krishna's love and Krishna's rasa flowing, falling on her, and she's eager to get immersed into that. Es ist eigentlich Krishnas Liebe für sie, die herabfällt, und sie möchte sich darin duschen und baden. And that's the rasa. Das ist der Rasa, der herunterfällt. Yes, and the vision of this painting was that when she enters under this waterfall, because she's effulgent so much. Und die Vision ist, wenn sie unter diesen Wasserfall geht und sie so strahlt aus sich heraus. Yes. So, do you know when the light, sunlight goes through the water, it creates beautiful rainbow colors and light all around. So, wenn jemand, der strahlt, ein Licht, das strahlend ist, unter einen Wasserfall geht, dann kreiert das brechende Licht so wundervolle verschiedene Farben. And so this is what it means when this rasa and love from Krishna meets Radhika, her light makes all the beauty in the world, all the beauty of different colors and different shades and different tastes and everything. Actually, she creates, this combination creates everything. So, wenn also der Rasa mit dem Licht zusammenkommt, dann kreiert das eben diese Schönheit, diese bunte Schönheit und diese Abwechslung überall, auch in der materiellen Welt, in der spirituellen und in der materiellen Welt, überall wird das kreiert. Yeah, and then there is Manjari standing behind, trying, actually, they don't try, it just, the whole water and the light and everything from the waterfall and Radhika falls on them automatically. So, wenn die Manjaris, die herumstehen, die bekommen natürlich auch diese Spritzer automatisch ab und auch das Licht. So they just have to be there and get exposed to that. So, die müssen eigentlich nur anwesend sein, um teilzuhaben. I hope she will not mind that I shared this because the painting is not finished yet. And what was also amazing that she was showing me a very dark photo of this painting, and almost none of that was visible, only some shapes. But that's amazing how these transcendental paintings are such that it doesn't even have to be a proper light. It doesn't have to be perfect. You just look at it and it influences you and you see something else that is going on that's not in the picture, actually not physically there, but is there. Und es ist erstaunlich, sie hat mir nur ein schlechtes Foto geschickt, das sehr dunkel war, aber erstaunlicherweise kann man trotzdem in diesen transzendentalen Bildern die Farben, den Glanz und alles wahrnehmen, weil es sich von selbst offenbart. She will bring all her things, I say to her, and she will explain her things. Yes. She is full of bhava. Sie ist voller Bhava. She becomes a little mad in the bhava. Sie wird ein bisschen verrückt in ihrer Bhava und malt diese Bilder. Und Mahabharata hat noch gesagt, dass sie hofft, dass es keine Probleme gibt, dass sie das schon offenbart hier. I can't hear really Gurudev, what is Gurudev saying. I couldn't hear it. You know, her feelings are very much growing. Very high feelings. Yes. Sehr hohe Gefühle. And when she make any painting, she show me. And I was so excited. I said, bring.
I will make it. Wenn sie Bilder macht, zeigt sie sie immer mehr und ich bin immer sehr aufgeregt und warte, sie zu sehen. Very nice. Beautiful. Sehr schön, wundervoll. And both are devotees. Whole family is devotees. Die ganze Familie ist in Devotees. And all are coming in this summertime, you can see the love. Und alle kommen im Sommer her, dann könnt ihr die Liebe sehen. This is Croatian power. Das ist kroatische Kraft. Yeah. Yeah. Croatian and German power is also not less. You see, they are growing very fast. Und die deutsche Kraft wächst auch. Sie wachsen auch schnell. Oh, so. And Gurudev Narayan Maharaj used to say, oh, Srila Narayan Maharaj, without Srimati Radhika, Krishna is only Nirvishesh Shunya, impersonal Brahma. Unser Narayan Maharaj hat gesagt, ohne Radharani ist unser Krishna einfach nur Shunya, also das Brahman. She gives all qualities. Sie gibt ihm alle Qualitäten, alle guten Qualitäten. Komm von unserer Radharani. Jai Ho! Really, he's a Narayan. He's in Dwarka, not in Vrindavan. Hello. He's with Rukmini. Yeah. Yeah, really. Blissful Krishna is showered by the rasa of Ananda when he sees Sri Radhika's golden effulgence. Therefore, Sri Patses Bhagavato Ratimat Rahasya. She is loved and desired even by God. Der glückselige Krishna wird durch drungen oder durchrieselt von Rasa, das Ananda, wenn er das goldene Glänzen oder Strahlen von Sri Radhika sieht. Deshalb sagt Sripad, Bhagavato Ratimat Rahasya. Sie wird sogar von Gott geliebt und ersehnt. Generally, the word Bhagavan means the personality of Godhead, who is full of six opulences like strength, wealth, beauty, etc. Im Allgemeinen bedeutet das Wort Bhagavan die höchste Persönlichkeit Gottes, der die sechs Opulenzen innehat, sowie Stärke, Reichtum, Schönheit und so weiter. Jedoch wünscht sich sogar dieser Bhagavan die Süße von Sri Radhika zu genießen. But even this Bhagavan is desiring to relish the sweetness of Sri Radha. Transcendental sweetness has its foundation in tattva, in spiritual truth, and Aishvarya, the majestic aspect of God. Transzendentale Süße gründet in tattva, in spiritueller Wahrheit, und in Aishvarya, in dem majestätischen Aspekt Gottes. Krishnas sweetness and prowess are unrivaled, but even he is enchanted
by Sri Radha's sweetness and beauty. Krishnas Süße und seine Verwegenheit sind unübertroffen. Aber sogar er ist verzückt von der Schönheit und Süße von Sri Radha. Bhaga Sri Kama Mahatme Iti Abhidandinat. The dictionary says that Bhaga means beauty, desire, and greatness, which means that Bhagavan is the most beautiful person. Das Lexikon sagt, dass Bhaga Schönheit, Wunsch und Erhabenheit bedeutet. Also ist Bhagavan die wundervollste Person. But even that most beautiful person, Sri Krishna, desires the sweetness and beauty of Sri Radhika. Doch sogar diese wundervollste Person, Sri Krishna, wünscht sich die Süße und Schönheit Sri Radhas. Sri Rupa Goswami writes in Ujjwala Nilamani, O Radhe, the festival of your form makes me tremble along with all the three worlds. Sri Rupa Goswami schreibt in seinem Ujjwala Nilamani, O Radhe, das Festival deiner Form bringt mich zusammen mit allen drei Welten zum Erzittern. Sri Radhika is called Rahasya, a great mysterious secret in the text. Sri Radha wird in diesem Vers Rahasya genannt, was bedeutet großes mysterisches Geheimnis. In Srimad Bhagavata, Sri Shukamuni glorifies the greatness of Sri Radha in a hidden way. For instance, Zum Beispiel. For instance, in the verse 10th Canto 30.11, Srimad Jiva Goswami writes in his Lago Tosanini commentary on this verse. Sri Radha im Srimad Bhagavatam glorifiziert Sri Shukamuni die Erhabenheit Sri Radhas auf eine verborgene Weise. Zum Beispiel kommentiert Srimad Jiva Goswami in seinem Werk Lagu Tosani, dem Kommentar dazu, Vers 10, 30, 11, Apiena Patni Upagata Priyaya in folgender Weise. Although Sri Bhagavan took one girl with him when he disappeared from the Rasa dance, the king of the wise Shukadev did not directly say who that Gopi was. Obwohl Sri Bhagavan ein Mädchen mit sich nahm, als er vom Rasatanz verschwand, sagt der König der Weisen, Sri Shukadev, nicht direkt, wer diese Gopi war. He thought to himself, although different advents of God have been described in the Bhagavata, I have a special liking for Sri Krishna and of all as his associates, I have a special liking for the people of Raj. Er dachte so bei sich, obgleich verschiedene Erscheinungen Gottes im Srimad Bhagavat beschrieben sind, habe ich eine besondere Zuneigung zu Sri Krishna und all seinen
Beigesellten. Eine besondere Zuneigung habe ich zu den Bewohnern von Vrindavan. Of these people of Raj, the goddesses, the gopis, have the most intimate relationship with him. Von diesen Bewohnern von Braj haben die Göttinnen, die Gopis, die vertraulichste Beziehung zu ihm. And of all these devoted girls, Sri Radhika is again the greatest. Und unter all diesen hingegebenen Mädchen wiederum ist Sri Radhika die größte. Still, my heart hesitates to reveal her topmost intimacy with Krishna. Dennoch zögert mein Herz, ihre allerhöchsten vertraulichen Spiele mit Krishna zu enthüllen. On the other hand, if I don't do it, I may be guilty of withholding knowledge. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht tue, werde ich mich vielleicht der unterlassenen Hilfeleistung oder der Zurückhaltung von Wissen schuldig machen. Therefore, I will reveal Radhika's greatness through the words of her girlfriends, spoken here in the text, Apyena Patni. Deshalb werde ich die Erhabenheit Radhikas durch die Worte ihrer Freundinnen enthüllen, die in diesem Text als Apyena Patni bezeichnet werden. Because people may not believe these girls, because they are partial to Radha. Vielleicht werden die Leute diesen Mädchen nicht glauben, weil sie ja auf der Seite von Radha stehen. I will also make her rival gopis glorify her sometimes. Deshalb werde ich auch die mit ihr rivalisierenden Gopis manchmal Sri Radha glorifizieren lassen. Although I may reveal all kinds of things out of ecstasy, I will not directly reveal her Radhika's name. Deshalb werde ich obwohl ich vielleicht alles Mögliche wegen meines Zustandes der Ekstase enthüllen werde, werde ich doch nicht direkt ihren Radhikas Namen enthüllen. Auf diese Weise ist Sri Radhikas Name in den Schriften versteckt. In this way, Sri Radhika's holy name is hidden in the scriptures. I like this so very much. I like this so very much. This secret and this hidden path of devotion, and it stands between the lines, and we have to interpret and to search for it. Ich mag das so sehr, wenn es versteckt ist, auf den verborgenen Pfad der Hingabe, wenn wir uns bemühen müssen, es zwischen den Zeilen zu entdecken. Given Radha Dasyam also. Wow. Teile es auch auf Radha Dasyam. Repeat again this line. Srila Shukadev says, although I may reveal all kinds of things out of ecstasy, he's helpless, he's in ecstasy, but I will not directly reveal her name. So Shukadev Goswami sagt, obwohl ich vielleicht alles Mögliche aufgrund meiner Ekstase, meines Zustandes enthüllen werde, werde ich doch nicht direkt ihren Namen enthüllen.
Why? Okay. You made very big course. So, warum? Das ist eine große Frage hier. Ja, so, du musst die Antwort geben. A problem all Western world. Mo, why are you hiding? You stop reading. Warum hast du es versteckt? Du hast aufgehört zu lesen. Auf diese Weise ist Sri Radhikas Name in den Schriften versteckt. In this way, Sri Radhika's holy name is hidden in the scriptures. No, open the fact. No, in one line, answer the same body. Geh nochmal in eine Zeile und lies das Gleiche. Although I may reveal all kinds of things out of ecstasy, I will not directly reveal Radhika's name. In this way, Sri Radhika's holy name is hidden in the scriptures. And now there is another point. The Lord told Arjuna in the end of Bhagavad Gita that surrender unto him is the greatest secret. Nun gibt es da einen weiteren Punkt. Am Ende der Bhagavad Gita erklärt der Herr Arjuna, dass es das größte Geheimnis ist, sich ihm hinzugeben. Bhagavad Gita 18,64, Sarva Guya Tamam. Weil du mein geliebter Freund bist. The result of that surrender is love of God. And the essence of that love is Mahabhav. And Sri Radhika is the very form of Mahabhav. Das Ergebnis dieser Hingabe ist Liebe zu Gott. Und die Essenz dieser Liebe ist Mahabhav Swarup. Radha Thakurani. Sri Radha ist der Inbegriff der Mahabhav. Although she is such a great secret, Sri Radhika nevertheless descended in the house of Maharaj Vrishabhanu out of great compassion upon the people of the world, so that they can come to know of her. If she had not come, she would have remained an undiscoverable secret for the world. Obgleich sie ein dermaßen großes Geheimnis ist, erschien Sri Radha aufgrund ihres großen Mitgefühls mit den Menschen dieser Welt im Hause von Maharaj Vrishabhanu, sodass sie mit Sri Radha bekannt werden können. Wenn sie nicht gekommen wäre, wäre sie ein niemals enthülltes Geheimnis für die Welt geblieben. Sri Patsasarade, give this poor maiden just one drop of that mercy that urged you to descend in Maharaj Vrishabhanu's home. O Radhe, gib diesem armen Mädchen nur einen Tropfen von der Gnade, die dich gedrängt hat, in Maharaj Vrishabhanus Haus herabzusteigen und zu erscheinen, sagt Gauravani, nee, Shripad sagt es. Aber Gauravani schließt sich an. Sri
Sri Radhika descended to earth, to us personally. Rising on my knees. So Sri Radhika ist herabgekommen aus ihrer grundlosen Barmherzigkeit und ihrer unendlich großen Liebe, auch für uns Lebewesen. Und ich sinke auf meine Knie vor dieser Barmherzigkeit. Jai Sri Radhe, Jai Vrishabhanu Nandini Ki, Jai! Gopinath, I want all of that is translation love. Okay. Japanese class, Japanese translation love. Okay. Russian class, Russian translation love. Okay. And I have to collect like this before reading them. It should be selective like this. Okay. That no. We change our feeling and understanding and life. Thank you, my Sudevi. You will be always reading and searching for us what is the best. So Gopinath, ich möchte gerne, dass du die Übersetzungen der entsprechenden Meetings, also beim Deutschen die deutsche, Kroatisch die kroatische und so weiter, Übersetzung auch laut machst, um das auch zu teilen und so aufzuzeichnen, so dass auch die Gefühle von uns allen hier noch gesteigert werden können. Und Sudevi, du solltest immer auf der Suche sein nach neuem Nektarabschnitten und uns vorlesen. Vielen Dank dafür. Gurudev, one feeling came to me. Can I share? Yeah. So, when we're talking about the causeless mercy of Radharani, which descended to this earth, we also know that Mahaprabhu appeared for that reason, right? So Gurudev, ich wollte gerne was teilen. Als Radharani hier erschienen ist, können wir das ja auch in Verbindung sehen mit der Erscheinung von Chaitanya Mahaprabhu. Also Radharani ist ja auch in Mahaprabhu erschienen, richtig? So without Mahaprabhu, this intimacy of Braja Prem, we would not know, right? So ohne Mahaprabhu würden wir also diese Intimität dieses süßen Lilas gar nicht offenbart bekommen haben, richtig? So when Mahaprabhu experienced the Lila, it would manifest through his body, through all the bhavs he would experience, right? We remember when we hear how he was shaking, how he fainted, how he became unconscious. So als Mahaprabhu durch diese Gefühle des Rasa ging, zeigten sich ja auch alle Symptome auf seinem Körper, die ekstatischen Merkmale. Also ging er auch durch diese Gefühle und hat sie uns offenbart. Richtig? So I felt similar to Shukadev Goswami. He often could not say in words what was happening to him. So fühle ich auch, dass Shukadev Goswami oft nicht in Worte fassen konnte oder sagen konnte, was für Gefühle in ihm vorgingen. In Mahaprabhu konnte es nicht sagen. Also in Mahaprabhu. Yeah, similar to Shukadev Goswami. And then Gurudev, I was. That, ja, im Vergleich mit Shukadev Goswami und Mahaprabhu, ja. How could he give this to us, this intense feeling of Mahabhav and Rasa meeting? So wie konnte er uns diese intensiven Gefühle vermitteln von Mahabhav und diesem Treffen? So he put that secret into the Mahamantra, Gurudev. Er tat dieses Geheimnis in den Mahamantra hinein, richtig? Jai Ho! That's why it's called Mahamantra, because it's full of Mahabhav.
So ist der Mahamantra voller Mahabhav. Hare Krishna. And it's for us, our manjari sadhana, we can practice with the Mahamantra then, Gurudev. This is the gift of Mahaprabhu. Und so können auch wir unseren Sadhana praktizieren mit dem Mahamantra, auch in der Gemütsstimmung einer Dienerin von Radharani. Und das ist die Barmherzigkeit von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Explain, Mahaprabhu. So, you all know that Radharade, just to see my face that I'm here. Yeah. So, you all know that how Gurudev explains the always this beautiful Maha Mantra, right? Ihr kennt and, alle Ihr kennt alle die Erklärung, die Gurudev gegeben hat, die süße Erklärung von dem Maha Mantra. So when Radha and Krishna are embracing each other, right? The Gurudev explains in the Krishna Krishna Hare Hare. So, wenn Radharani und Krishna sich gegenseitig umarmen, wie Gurudev das schön erklärt hat, im Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And when they are in Raman, in this uniting feeling, when they are embracing each other in the Ram Ram, right? Und wie sie zusammen in Raman sind, also sich vereinen in diesem zweiten Teil von Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. And then they invite the Hare to come to also take part. Und dann in dem Rama Rama Hare Hare, wenn sie also vereint sind, ist dieses Hare Hare die Einladung auch an uns, die Dienerinnen, zu kommen. So when Radha and Mohan are in Raman, then she's full of this Mahabhav and he's full in the Rasa and they totally embrace that. And now imagine if as a Manjari, if we can just, you know, not only view, but if we can touch this and how this wave also enters us. So können wir uns vorstellen, wenn Radharani und Krishna vereint sind und Radharani völlig in dieser Gemütsstimmung eingetaucht ist und uns ruft und wie dieses Gefühl auch auf uns transportiert wird, wenn wir dem Paar in Kunsch dienen. When we imagine, Gurudev often says, now that, or we read in Vilakusumanjali, that when Radha and Mohan are lying on the bed and in the kunja and the manjaris come to massage their feet. So wenn wir uns vorstellen, wie sie auf dem Bett liegen im Kunj und die Manjari dann hereinkommt und zum Beispiel Radharani die Lotusfüße massiert. This is the Hare Hare, Gurudev. Ist das dann das Hare Hare, Gurudev? Ja. Ja. Manche. Das ist für die Manjaris. Both are there good at the same way. We're sitting far, they're saying come. I need you. Then Manjari say, why you worried? I'm with you now. I will show you the way. So, wenn sie dann zusammen sind, dann ruft Radharani, komm, ich brauche dich, oder ich brauche euch, dient. I will take care of you. Ich werde mich jetzt um dich kümmern. I will do for you. You no need to worry. Du musst dich um nichts kümmern. Um nichts Sorgen machen. So lucky, so fortunate. So vom Glück begünstigt.
This is the gift. This is the mercy that she can keep every time to his Manjari baby, friend, Dasi, in even the personal meeting time also she keeps Radhika. And Krishna cannot stop. Und das ist die Barmherzigkeit von Radharani, dass sie immer auch an ihre Dienerinnen denkt, an ihre Manjaris und ihnen die Barmherzigkeit gibt und die Ananda teilt. Und Krishna kann es nicht verhindern. That is Bhava Ulasa Rati. Das ist Bhava Ulas Rati. Jai Ho. Bhava Ulas Rati. Bhava Ulas Rati. That is my... madness that I want to... be always in your feelings. Die Verrücktheit, dass ich immer in deinen Gefühlen sein möchte. I'm happy with your happiness. Ich bin glücklich mit deiner Freude. Kann es vielleicht noch mal jemand kurz in Englisch übersetzen? Ich habe da noch eine kleine Ergänzung zu der Ausstrahlung. Radharani erhöht die Ausstrahlung von Krishna, aber ein kleiner Aspekt ist noch vergessen worden. Die Manjaris. Das kannst du da auch selber sagen, Gauravani. Gurudev hört dich doch. Okay, gut. I just wanted to add something in the case of the reflection or the, wie sagt man, Ausstrahlung? Effulgence. Effulgence. In the case of the effulgence of Radha and Krishna. So Krishna's effulgence is going more high when Radharani is giving her love. But a little aspect we forgot just some time ago. Because actually the Manjari is even enhancing the reflection of Radha and Krishna, because they are putting them together and feeding their love more. They are putting wood in the fire, that it's burning like everything. And so Ananda is increasing and also their light is increasing. Right, Gurudev? Beautiful. Versuch's mal auf Deutsch. So wie Radhika das Licht von Krishna intensiviert, so intensivieren die Manjaris das Licht von Sri Radhika, wenn sie Radhika und Krishna zusammenbringen und damit dieses Leuchten, als wenn sie noch Öl ins Feuer gießen würden, dass es noch heller brennt, dadurch, dass sie sich endlich dann begegnen. Und das ist der Dienst der Manjaris. And this is the greatest gift from Chaitanya Mahaprabhu. Das ist das allergrößte Geschenk, das Chaitanya Mahaprabhu der Welt gegeben hat. Ujjwala Rasa war da. Ujjwala Rasa war da. Sada Bhava Ikkha Mahi Sambhoga Atmika Rag, it was there. Sambhog Atmika war bereits da. Utshvala Prem war bereits da. Tadabhav means is a Gopi Bhav, Sakhi Bhav. Das bedeutet Gopi Bhav oder Sakhi Bhav. Sakhi Bhav, Sambhog Ikshamai, Sambhoga Ikshamai. Because you are friend, you can get Krishna. Why not I can get Krishna?
So, du bist seine Freundin und du kannst, also du bist meine Freundin und du kannst Krishna bekommen, sagt die Gopi zu Radhika. So, warum soll ich nicht auch diesen Krishna bekommen? Das ist dann diese Gemütsstimmung, die war da. That's why, Shama, you have a desire to meet Krishna. Why not? I will desire to meet Krishna. So, wenn du den Wunsch hast, Krishna zu treffen, warum sollte ich nicht auch diesen Wunsch haben? This is the Sakhi Bhav and Gopi Bhav. So, das ist Sakhi oder Gopi Bhav. But Manjari Bhav is a Dasi Bhav of Radhika. Aber Manjari Bhav ist die Diener-Gemütsstimmung. Das ist die dienende Haltung für Radhika. Krishna wants to touch Manjari, that this is the free time you can come to me. Krishna will die Manjari berühren und sagt ihr, du hast jetzt freie Zeit, wir können zusammen genießen. I'm alone now. Ich fühle mich so alleine jetzt gerade. Is a thank you. Und sie sagt, danke, aber danke, nein. I can give you everything, but not my body, because I already give this to my Swamini Radhika. Und sie sagt dann, ich kann dir mein Leben geben, aber nicht diesen Körper, weil diesen Körper habe ich bereits Radhikas Dienst verschrieben. Er gehört Radharani. And this way I got the form from her, my spiritual form. I'm not this material that you want to enjoy my senses. No. Auf diese Weise habe ich den spirituellen Körper von Swamini bekommen. Und ich bin in keinster Weise mehr gewillt, irgendetwas zu genießen, so wie in der materiellen Gemütsstimmung. I already give to me my everything, this body to my Swamini. And I'm the maid servant of her. My wish, my happiness is her happiness. So, ich habe bereits alles zu Radharani gegeben. Und ihre Freude ist meine Freude. This is the Uttam Ujjal Rasa. This is the Uttam. He increases Uttam. So, das ist. Unnat Ujjal. Unnat Ujjal. Noch höher wie Ujjwalaras. Das ist Unnat Ujjwalaras. Also er hat den Ujjwalaras noch weiter nach oben verschoben. Beautiful. Jnananda is traveling. He is a very rasik. Jnananda hat es beschrieben und er ist sehr rasik. Europe coming to you. Er kommt zu euch nach Europa. Gauranga Sundar is going to Switzerland. Gauranga Sundar. Gauranga Sundar, die Schweiz. Baba. Karindi already invite him. So, Kalindi hat ihn bereits eingeladen. Nagas, when is inviting? August. Premela. Zur Premela eingeladen worden. My Gaura Sundar say, fix your Asthai Bhav. You are qualified only with fixing yourself. He is the best teacher. Mein Gaura Sundar sagt, fixiere deine Asthai Bhav. Er ist der beste Lehrer davon. Yeah.
Fix your nature. Fixiere deine Natur. Nisi Dominus. What is the meaning of Nisi Dominus? Saibha. Right? Gora. 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 Sundara. He's gone in his office, Gurudev. He went to his office. Er ist in sein Büro gegangen gerade. His office not. Radhika Kitchen. Sag lieber Radhikas Küche anstatt Büro. Yeah. Yeah, six that. Thank you. Thank you. Thank you. So, danke auch. And one more private, I say you. Gopinath will also maybe can travel with Gopika. Slowly, yeah. Slowly. Yeah. Jai Ho. They will also have a good program. So Gopika und Gopinath werden wohl auch reisen und zum Programm. They have to stay longer for preaching also. So my Renu will be more happy. Yes. Jai Ho Gurudev, Jai Ho. Yeah. 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 All you have to travel. This is my desire. If you love Swami, you have to serve Swami. This is the work of Radha Das. So, ihr müsst auch alle reisen und das Radha Dasyam verteilen. Weil wenn ihr Radharani liebt, dann seid ihr auch im Dienst. Das ist der Dienst von der Radha Dasi. If you want to fulfill my desire, you have to do it. Und wenn ihr meinen Wunsch erfüllen wollt, dann müsst ihr das tun. Thank you. Vielen Dank.